Hey Leute, NeoStrix hier und heute zeige ich euch mal einen der einfachsten Villager-Breeder. Und damit viel Spaß beim Video. Zuerst mal zu den Materialien natürlich. Ihr braucht mindestens 2 Villager, die haben wir hier schon mal stehen. Am besten auch für den Transport der Villager ein Boot oder ein Lorensystem, müsst ihr wissen. Und dann kommen wir mal zu den Materialien der Farm. Die sehen wir einmal hier ganz grob. Am besten habt ihr 2 Wassereimer, weil dann könnt ihr eine unendliche Quelle machen, wenn ihr noch mehr Wasser braucht. Und die Farm kann man upgraden, heißt, diesen Komposter und die 3 Betten müsst ihr nicht haben, aber es wäre schon gut, wenn ihr die Farm noch von der Leistung her verbessern wollt. Der erste Schritt für die Farm ist erstmal, sucht euch einen Mittelpunkt. Wenn ihr den gefunden habt, dann grabt einmal ein Loch. Da könnt ihr schon mal das erste Wasser reinpacken. Ihr werdet mindestens 2 brauchen. Und jetzt geht ihr einmal in alle 4 Richtungen mit eurer Hacke und macht einmal ein Feld hier draus. Und aus diesem Plus oder Kreuz, da füllt ihr dann einmal den Rest auch noch aus. Jetzt sucht ihr euch einmal die Rückseite der Farm aus. In meinem Fall, na super, in meinem Fall würde ich mal eben die Seite hier nehmen und da buddelt ihr einmal hier 2 Blöcke weg, dann lasst ihr den Mittelblock stehen und einmal die 2 Blöcke weg, dass das Ganze so aussieht und da stellt ihr dann einmal ein Bett bzw. noch 2 Betten rein, so dass ihr dann in den beiden Löchern jeweils ein Bett drin stehen habt. Dann schnappt ihr euch eure Pflanzen, am besten nehmt ihr Karotten, wie gesagt, und füllt einmal das ganze Feld damit auf. Wenn ihr das gemacht habt, schnappt ihr euch einmal eure Blöcke und platziert einmal hier 2 Säulen hin. Und danach könnt ihr euch euren Komposter nehmen und den einmal hier übers Wasser platzieren. Damit hier kein Villager auf die Idee kommt, hier auf den Block drauf zu springen und die Felder drumherum zu zerstören, könnt ihr einmal den 5. Block hier einmal oben drüber machen und zwar genau so, weil dann springen die hier erstens nicht drauf und zweitens haben sie immer noch Zugriff auf den Komposter, was wir ja wollen. Als nächstes nehmt ihr dann einmal eure Mauern in die Hand. Welche Mauern ihr verwendet, ist egal, Hauptsache Mauern. Und umrandet einmal die ganze Farm damit. Und wichtig auf der Rückseite, da solltet ihr darauf achten, dass ihr die Mauer 2 Mauerstücke hoch macht, damit die Villager hier nicht raushüpfen und auch nicht beim Schlafen geängstigt werden oder sowas. Denn wir wollen ja hier keine Eisenfarm bauen, sondern eine Villager-Farm. Oh, noch gerade vergessen, hier kommen auch noch die Mauern drauf. So sollte das dann aussehen. Als nächstes wollen wir die Villager natürlich in die Farm bringen. Dafür benutzen wir jetzt einfach mal das Boot. Stellen wir mal hier hin und da müssen wir ihn hier mal kurz reinschubsen, wenn das funktioniert. So, da sitzt da drin. Dann setzen wir uns rein. Jetzt einfach den Kollegen einmal rüberfahren. Eventuell müsst ihr hier nochmal ein paar Blöcke entfernen, die 2 hier. Und dann könnt ihr ihn einmal reinfahren und das gleiche macht ihr auch mit seinem Kollegen. Und die lasst ihr erstmal im Boot sitzen und danach könnt ihr hier erstmal wieder zumachen, wenn beide drin sind. Als nächstes nehmen wir dann unsere Falltüren und die erste kommt einmal hier oben dran. Wir können zwar noch durchgehen, aber die Villager nicht. Und als nächstes müssen wir einmal hier ein kleines Loch buddeln. 2x3 ist das tief, also hier haben wir 2 und 1, 2, 3 in die Tiefe. Dann kommt einmal hier eine Falltür dran und hier, die klappen wir um. Und dadurch laufen dann die Villager hier rein, die dann hier zu dem Bett wollen, wenn es Nacht wird, was wir hier einmal hinstellen. Und das müssen wir auch einmal mit unseren Mauern umranden, damit hier natürlich nichts rein oder rauskommt aus der Farm. Und jetzt können wir den beiden Villagern hier auch ihre Boote einmal wegnehmen und da wird einer auch schon zum Farmer. Und genauso soll das auch sein. Und jetzt ist es wichtig, dass die beiden hier in der Nacht sich die beiden Betten hier claimen. Und der dritte Villager, den die dann hier erzeugen. Und natürlich ist auch wichtig, diese Mauern hier sollten natürlich hier drum sein, damit nicht nur nichts rein oder rauskommt, sondern auch damit keine anderen Villager im Umkreis
sich dieses Bett hier beanspruchen können. Denn wir wollen natürlich, dass die Baby-Villager hier reinrennen und nicht irgendein Villager von einem Dorf in der Nähe oder so. Um jetzt die Farm noch in Betrieb zu nehmen, müsst ihr natürlich auch noch, wenn ihr es wollt, ihr könnt es jetzt so lassen oder um das Ganze ein bisschen zu verbessern und beschleunigen, einmal noch die Karotten oder was auch immer hier angepflanzt ist. Ihr könnt nämlich auch rote Beete, Kartoffeln oder Weizen verwenden, aber am besten sind tatsächlich Karotten. Und ja, jetzt müsst ihr den lieben Villagern nur noch ein paar Dinger mal zuwerfen, die sie auch einsammeln sollten. 4 Stacks sollten reichen und jetzt kann das Ganze beginnen. So, da sehen wir jetzt schon, die beiden sind sich kräftig am Paaren. Und jetzt haben wir hier einmal den kleinen Baby-Villager-Kollegen. Der hat sich jetzt auch ein paar Karotten geclaimed. Und ja, das Ganze läuft jetzt einmal so jeden Morgen ab. Und irgendwann, wenn die Zeit gekommen ist, dass es Nacht wird, dann sollten die beiden zu ihren Betten gehen und der Baby-Villager sollte hier ins Loch fallen. Natürlich, ihr könnt ja auch noch eine kleine Transportstrecke machen, das würde auch gehen. Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir rüber zur Upgrade-Version, womit die Farm noch mehr Villager produziert. Für die Upgrade-Version müssen wir noch mal ein paar Betten mehr ranbringen. Ich hatte ja am Anfang des Videos gezeigt, 3 zusätzliche Betten, das stimmt nicht so ganz. Wir brauchen nämlich 5 zusätzliche Betten. Als erstes müssen wir einmal hier die Dinger entfernen nochmal, damit wir hier besser bauen können. Und um das Ganze hier zu verbessern, müssen wir einfach das Bett wieder wegnehmen und dann stellen wir einmal hier 2 Betten hin und hier 2 Betten hin. Und jetzt sollten wir hier 2 Mauern hinstellen und das Ganze natürlich auch hier einmal umranden. Wichtig noch, hier einmal 3 Mauern hinstellen noch oben drauf, damit die Villager hier nicht irgendwie einen Zombie sehen oder so. Darum kümmern wir uns gleich auch noch hier in der Farm. Aber so ist erstmal der Teil für die, sag ich mal, Unlock-Station der Villager fertig. Und jetzt brauchen wir nochmal ein paar mehr Villager in der Farm selber. Wir machen nämlich jetzt noch einen zweiten Farmer-Villager. Dafür stellen wir einmal hier einen Komposter hin. Und wir erweitern das Ganze einmal, dass wir hier die Mauern hinstellen und diese hier wieder entfernen. Und da umranden wir das Ganze einmal noch so rum. Und das gleiche machen wir auf der Seite hier auch nochmal. Dann können die weg. Und wir stellen 2 weitere Betten einmal an die Stelle. Und hier auch. Und im Endeffekt sollte das Ganze jetzt so aussehen. Und jetzt müssten wir theoretisch nur warten, bis die Villager hier noch ein paar mehr Kinder machen. Denn dann werden sich 2 hier die Betten claimen. Und der Rest geht dann hier an die Stelle. Ist dann doppelte Leistung der Farm, die ich eben gezeigt hatte. Wir haben die jetzt hier erweitert. Und natürlich, damit hier er nicht draufspringt und den Block zerstört, sollte man hier am besten auch noch wieder einen Block drüber machen. Und jetzt sehen wir 2 Villager hier und 2 Farmer und dadurch werden dann doppelt so viele Villager-Kinder gemacht. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch nochmal eben, wie man es dekorieren könnte. Nebenbei bemerkt, falls die Villager mal nicht zu ihrem Bett hier finden, könnt ihr auch einfach hier die Betten eben abbauen, bis der andere Villager, der das Bett hier nicht trackt, einmal die Betten hier entfernen und dann sollte er das Bett hier auch finden und danach stellt ihr die einfach hier wieder auf. So, hier seht ihr jetzt einmal einen kleinen Designvorschlag, habe ich ein bisschen mit schwarzem Glas und auch hier ein bisschen ausgeleuchtet. Also ihr seht es ja, da könnt ihr aber auch wirklich machen, wie ihr es wollt. Ist jetzt nur so ein Vorschlag, wie ihr es macht. Und wir sehen jetzt auch schon, hier unten sind jetzt 2 Villager-Kinder schon drin. Und ja, so einfach kann man Villager-Breeder bauen. Ja Leute, und damit bedanke ich mich auch schon herzlich für das aufmerksame Zuschauen. Falls du jetzt noch auf der Suche nach einer vollautomatischen Weizenfarm bist, dann verlinke ich dir einmal das passende Video dazu im Abspann. Funktioniert natürlich auch mit einem Villager. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao Leute!